Hallo liebe Modellbaufreunde, willkommen im Modellbaucenter Bochum. Wir wollen uns heute mal mit dem Thema Ladekabel beschäftigen, weil uns nämlich aufgefallen ist, dass viele Kunden, egal ob Online-Kunden, sprich Versandkunden oder auch Ladenkunden, noch Verständnisprobleme haben mit Ladekabeln, mit Adaptern. Sprich, das Verbinden des Akkus mit dem Fahrzeug, mit dem Flugzeug, mit dem Boot stellt immer wieder Schwierigkeiten dar. Und dann wollen wir mal ganz kurz anreißen, welcher Stecker wie aussieht, was man womit verbinden kann, sollte oder auch nicht sollte. Wir fangen mal ganz klassisch an mit einem der verbreitetsten Anschlüsse dieser Tage. Und wir haben hier den XT90 Stecker, ein ganz klassisches XT90 Ladekabel, 4 mm Bananenstecker auf der Gegenseite für die meisten gängigen Ladegeräte. Das ändert sich zwar aktuell ein bisschen, da komme ich gleich noch drauf, aber in die meisten Geräte, die wir hier verkaufen, die es im Handel gibt, passt ein solches Ladekabel auf dieser Seite. XT90 Anschluss, sehr gängig, insbesondere bei Fahrzeugen der Marke Corralli beispielsweise und bei vielen anderen. Dieser Anschluss, alt XT90 genannt, ist gut für Stromstärken, für Strom, der denn da fließt, bis sagen wir 150 Ampere. Das heißt also, wenn ihr ein 1:8 Auto habt zum Beispiel und da ist ja meistens ein 150 Ampere Regler verbaut, ist es kein Problem, hält dieser Anschluss ganz locker aus. So. Das gleiche gilt im Grunde genommen für diesen Anschluss hier. Den nennen wir EC5. Der ist im Grunde genommen sehr bekannt durch die vielen, vielen Armer-Fahrzeuge, die draußen so rumfahren, die in großen Mengen verkauft werden. Die Firma Horizon Hobby hat zwar eine eigene Version daraus gemacht, den sogenannten IC5 oder auch IC3 in der etwas kleineren Version oder auch IC2. Wir nehmen aber mal exemplarisch diesen hier. Wie gesagt, Horizon hat eine eigene Version herausgemacht namens IC, der ist dann orange statt blau, ist aber mit diesem hier kompatibel. Der IC hat den Vorteil, dass er eben Telemetriedaten übertragen kann, so das Fahrzeug das eben vorsieht. Was aber mit dem Laden nichts zu tun hat, habt ihr einen normalen Akku aus, sagen wir mal, der Bashing-Serie oder unsere Mobo Racing Akkus, wo ein EC5 Anschluss dran ist, dann braucht ihr ein solches EC5 Ladekabel. Und zwar wandelt sich das in dem Sinne, als dass die jüngsten und neuesten Ladegerätgenerationen nicht mehr diese klassischen 4 mm Buchsen haben, die eben diesen 4 mm Bananenstecker oder Goldkontaktstecker aufnehmen, sondern diese XT60, und damit wären wir auch beim XT60, diese XT60 Buchse aufnehmen können. Im Grunde genommen ist es die gleiche Buchse, die an einem Akku wäre, der eben einen XT60 Anschluss hat. Den könnte man nämlich direkt in diese neue Generation Ladegeräte stecken. Hier ist es eben so, dass wir mittlerweile auch Ladekabel im Sortiment haben, die eben diese Gegenseite für diese neuere Generation Ladegeräte haben. Das ist nicht pauschal so, aber man merkt, dass der Trend der Hersteller ganz klar dahin geht, dass die Geräte eben genau diese Anschlüsse haben. So, so viel dazu an dieser Stelle. Es gibt natürlich noch Unmengen mehr Ladekabel. Es gibt auch noch viel mehr Stecksysteme. Aber der Markt beschränkt sich im Großen und Ganzen auf die eben gerade gezeigten. Ich möchte hier noch so ein Ladekabel mal mit dazu nehmen, was so ein Universal-Ladekabel ist. Ne, da sieht man auf dem ersten Blick ganz viel und auch nichts. Brauchen tut man im Grunde genommen von diesem Ladekabel vielleicht mal den Tamiya-Anschluss. Den können wir nämlich hiermit auch vorstellen. Der klassische Tamiya-Anschluss ist der Anschluss, der im Modellbau seit Jahrzehnten genutzt wird, insbesondere im Einsteigersegment. Wenn wir bei RC-Cars bleiben, bei den Bürsten angetriebenen Modellen ist nach wie vor der Tamiya-Stecker ein großes Thema. Bei NMH-Akkus ist immer dieser Tamiya-Anschluss dran, also das Gegenstück dazu, weil wir haben ja ein Ladekabel in der Hand. Nach wie vor werdet ihr das vorfinden. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, ob es die Firma Tamiya erfunden hat, das weiß ich nicht genau, aber er heißt halt eben so, Tamiya-Stecker. Es gibt ein Mini-Tamiya, es gibt ein Mini-Tamiya andersherum. Wir haben hier auch das
EC3-Pendant zum gerade gezeigten EC5. Das gibt es halt in mehreren Größen. 5 mm Anschlüsse, 3 mm Anschlüsse. Es gibt sogar ein EC2, also 2 mm Anschlüsse. Also im Grunde genommen hat man mit so einem Ladekabel dann mehrere Anwendungen abgedeckt, wobei das eigentlich gar nicht so oft zum Einsatz kommt. Wir haben sowas, man verkauft das dann irgendwann mal, aber das ist nicht das, was man täglich verkauft. Hier sind zum Beispiel Dinge dran wie Empfänger-Akkuladeanschlüsse, was eigentlich nur noch bei Verbrennermodellen, egal ob die fahren oder fliegen oder schwimmen, zum Einsatz kommen, weil ich da einen Empfänger-Akku habe. Wir haben so Universal-Anschlüsse für Sender. Das sind ja diese klassischen Sender-Ladekabel, einmal plus innen, einmal plus außen, beide Polungen, das habe ich halt hier dran. Und ansonsten, ja, eine bunte Mischung, ganz einfach. Das aber alles nur nebenbei, weil, wie gesagt, hat keine tatsächliche Wichtigkeit. Wir haben aber noch eine Geschichte, und das sind Adapter. Adapter werden heute nämlich in rauen Mengen benutzt, weil, wie soll ich sagen, der Modellbauer von heute lötet nicht mehr so gerne. Früher war das Usus, da musste man löten, da gab es nämlich Akkus zum Beispiel gar nicht mit Anschlüssen dran, sondern da kamen blanke Litzen und da musste man eben halt einen Anschluss anlöten. Heute ist alles fertig, das heißt, ich kann heute ohne Probleme adaptieren, wenn ich nicht löten möchte oder löten kann. Ganz viele können das halt auch gar nicht mehr. Aber auch dazu werden wir noch ein Video erstellen, in dem wir euch zeigen, wie ihr lötet. Ja, das ist ein ganz großes Thema halt eben auch. Viele Kunden sagen, Mensch, kannst du mir das nicht anlöten? Ich kann das nicht, aber ich habe keinen Lötkolben. Ein Lötkolben kostet nicht die Welt, kann man sich anschaffen. Und löten lernen ist auch keine Sache, das ist kein Hexenwerk. Aber wie gesagt, kommt. Hier haben wir einen Adapter von EC5 Buchse. Das heißt, das wäre an einem Akku. Das bedeutet also, ich kann hier einen entsprechenden EC5-Stecker reinstecken und ich habe hier auf der Gegenseite eine Trexas-Buchse, ja, wo ich eben entsprechend einen Regler anklemmen könnte. Jetzt habe ich hier dummerweise, kann ich ganz klar sagen, ein relativ blödes Adapterkabel rausgesucht, weil das eigentlich ein Kabel ist, was äußerst selten gebraucht wird, weil es im Grunde genommen von der Paarung her doof ist. Ja. Wir legen das beiseite. Wir nehmen uns ein besseres Beispiel. Wir nehmen uns nämlich hier ein EC5 auf XT90. Das heißt XT90 Stecker. Das heißt also mit anderen Worten, ich kann hier einen LiPo-Akku anstecken, der XT90 Buchsen hat und gehe dann hiermit auf ein Auto, was EC5 Anschlüsse hat. Zum Beispiel eben auf ein Auto aus dem Hause Horizon Hobby, sprich ein Arma oder ein Lucy. Ja, also das ist ein Adapter, den wir ganz oft verkaufen und der wird halt ganz oft benötigt. Und zu guter Letzt, und dann runden wir das Ganze auch ab, weil dann ist die Kerninformation an euch rausgegangen, denke ich. Zu guter Letzt haben wir noch unseren vielleicht sogar meistverkauften und meist benötigten Adapter, den Adapter von einem T-Plug-Akku. Das heißt, hier passt also der T-Plug-Akku drauf, auf ein Trexas-Modell. Wir haben hier eine Trexas-Buchse, am Modell ist logischerweise der Stecker, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, am Regler ist immer der Stecker und somit kann ich Akkus mit T-Plug-Anschlüssen auf Trexas-Modelle stecken. Ja, das ist der kleine Exkurs zu Ladekabeln und Adaptern. Wenn ihr noch spezielle Fragen und Wünsche habt, dann schreibt es uns in die Kommentare, ruft uns an, schreibt uns ein Ticket über unser E-Mail-System. Und wir behandeln das nochmal extra. In diesem Sinne sollte alles besprochen sein. Wir wünschen euch eine gute Zeit mit euren Modellen. Schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Bis dahin, euer Modellbauer in der Bochum-Team. Macht's gut, ciao, ciao.